Miau, willkommen zurück zu Sacred. Ach, das war doch wunderschön mit dem Skaller. Jetzt ist er weg. Wie schade. Aber wir wollten jetzt ja Bier besorgen gehen. Machen wir das doch mal direkt. Weiter Richtung Süden. Ach so, wartet mal kurz. Ich muss mal schauen, wie es mit dem Sound ist. Ah, okay. Ich war mir da nicht mehr sicher, wie ich das eingestellt hatte, aber gut. Stirb. Na? Na? Okay. Es darf natürlich das Einhorn nicht fehlen, so wie immer. So wie immer. Ach, immer diese Gegner, die wieder aufstehen. So, lasst mich mal gucken, welcher Trank jetzt nochmal der Sucht der Hölle war, der lilane. Okay. Oh, wie er wieder nicht stirbt. Oh, ein Einhorn. Einfach so umgefallen, ohne Zutun von irgendwem. Auch schön. Warum auch nicht? Okay, also. Weiter Richtung Bier. Bin ich froh, dass das arme Buttercup nicht gestorben ist. Von der Skala, das schon beinahe darauf abgesehen hatte. Ja, ja. Mein armes, langsames Buttercup. Okay, hier geht's... Ich dachte gerade, das wäre mein Pferd, aber es ist nicht mein Pferd. Das wäre noch schöner. Ich habe das Gefühl, dass das Einhorn einfach so stirbt, wenn es keinen Bock mehr hat. Ich habe da noch keine logische Kampffolge draus erkennen können. So. Warum kann ich einfach auf dieses Pferd aufsteigen? Das ist nicht mein Pferd. Hä? Jetzt ist hier eine Wasserflasche erschienen? Okay. Damit haben wir also, die Wasserflasche war das Bier, das ich bekommen habe, indem ich dieses Pferd geritten bin. Ich kann mein Pferd nicht... Das ist doch nicht Buttercup. Das ist nicht mein Pferd. Oh oh. Sieht so aus, aber es hat auch keine Rüstung auf. Ich verstehe das nicht. Wo hatte ich Buttercup zurückgelassen? Jetzt macht mir keine Angst hier. Was will ich mit so einem anderen Pferd? Auch noch ohne Rüstung. Ist ja der Wahnsinn, damit hier rumzulaufen. Ach hier, der. Der wollte das Bier, genau. Wasser, ich danke euch. Ihr müsst Vilja, die Baroness von Mascarell, aufsuchen. Sie wird wissen, wo sich der Prinz aufhält, denn er überlebte die Schlacht, das Massaker. Ohne die Verstärkung der Mordrays fielen die Orks wie die Panzerwölfe aus Zuraknar über uns her. Der Prinz gab das Signal zum Rückzug, dann durchbohrte eine orkische Klinge. Wenn er bis Mascarell gekommen ist, wird er bestimmt versuchen, bei der Baroness Vilja Zuflucht zu finden. Sie ist seine... Okay. Welch Gräueltaten an diesen tapferen Kämpfern hat dieser Verräter de Mordray auf seinem Gewissen. Ich finde, man dürfte nicht angegriffen werden, während ein Questcharakter sowas erzählt. Da ist Buttercup. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Jetzt macht mir keine Panik. So. Wo geht's denn jetzt hin? Jetzt geht's nach Mascarell und ich wette, jetzt haben wir dann, wenn wir da sind, auch gleich einen Schriftzug. Ich speichere mal, bevor ich jetzt hier wieder wie wild durchreite. Das war zu brenzlig letztes Mal. Mit der Versteinerung. Oh. Panik pur. Ich finde, diese Wüste ist zu groß, beziehungsweise ist sie nicht zu groß, aber zu leer dafür, dass sie so groß ist. Es müsste hier schon noch so ein bisschen was... Aua! ...zu tun geben. Oh, jetzt geht auch die spannende Musik los. Aber die Wüste ist mir auch schlicht und ergreifend zu groß, als dass ich jetzt hier alle Gegner töten wollen würde. Ich
das Gelbe nicht der Trank der Schnelligkeit? Trank der Konzentration? Nee. Keine Ahnung. Gibt's nicht sowas wie Schnelligkeit? Oder verwechsel ich das jetzt wieder mit Diablo? Ich bin gerade sehr unsicher. Lasst mein Pferd in Frieden. Noch ist keiner von den Magiern dabei. Die kämpfen miteinander, das ist auch schön. Dann lassen sie mich in Frieden. Schön dem Weg folgen, den wir schon mal gegangen sind. Sonst laufen wir am Ende in eine Sackgasse und das ist jetzt ganz schlecht. Wir kommen zwar mit Sicherheit auch da gerade weiter, aber nichts riskieren mit solchen Gegnern, die wir jetzt wieder hinter uns haben. Ja, lass die ruhig miteinander kämpfen. Das ist schön. Das könnten hier viel mehr Leute tun. Der Vogel fliegt mit uns. Nein. Geh weg. Achso, nee, wir müssen sogar da durch, weil wir durch diesen Vorbogen müssen. Sonst würden wir nämlich wirklich dann feststecken. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. So. Und jetzt alle weg von mir. Verschwindet. Okay. Die letzten kriegen wir noch so erledigt. Ah, das sind die Kombos. Die habe ich ja im Moment leider gar nicht ausgerüstet. Na gut, ich dachte irgendwie, es gäbe auch was für Schnelligkeit, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Böser Magier. Okay, schon besser. Jetzt sind wir wieder in Porto Draco. Ich werde aber mal schauen, dass ich direkt durch kann. Hier haben wir noch Quests. Hm, stimmt, die habe ich letztes Mal nicht gemacht, weil die Texte so lang waren, die die Leute dazu sagen hatten. Mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Soll ich die jetzt schon machen, bevor wir die Hauptquest weitermachen? Damit wir Porto Draco auch befrieden können. Ja, ich finde, das machen wir mal. Silvio Dala, Bürgermeister von Porto Draco. Oh, wie gut, dass ihr hier seid. Euer Ruf eilt euch schon voraus. Merzt eine Bande Marodeure in ihrem Unterschlupf aus. Unsere schöne Gemeinde Porto Draco wird seit geraumer Zeit von der Schar merkwürdiger Räuber heimgesucht. Sie greifen präzise und äußerst taktisch wie Soldaten an. Nicht wie ein verwahrloster Haufen von Gesetzlosen, sondern mehr wie Deserteure, die es ja seit kurzem so viel gibt. Ihr Unterschlupf liegt in den Bergen des Lindwurmpasses. Ah, alles klar. Und wir haben keine Zeitbegrenzung. Also können wir mal noch die anderen Quests annehmen. Herr Guido, was haltet ihr von einer lukrativen Mission, in der ihr alle Geister in unserer Villa ausmerzen sollt? Dient ihr uns in der Sache? Diese Geister suchen unser Anwesen vor Porto Draco seit Wochen heim. Wir brauchen jemanden, der sich traut, dort einzudringen und diese bösartigen Kreaturen der Hölle endlich vernichtet. Und hütet euch insbesondere vor dem Geist einer besonders ruchlosen Mörderin, Janina. Vernichtet sie, bevor sie euch mit ihren Lügen verhext und in ein kaltes Grab sendet. Ja, alles klar. Und auch hier haben wir keinen Zeitdruck. Ja, ich bin mal gespannt. Also im Moment wird ja Sacred dann doch öfter kommen, da es ja tatsächlich sehr viele Klicks hatte. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Wenn das so bleibt, dann kommt Sacred weiterhin unter der Woche. Wenn nicht... Achso, du bist böse. Das stört ja die Kinder nicht, dass sie jetzt Gedärme rumspritzen. Wenn das nicht so bleibt, wenn das wieder abebbt, dann kommt es gegebenenfalls wieder ans Wochenende. Ich weiß aber noch nicht. Im Moment muss ich mal so ein bisschen austesten, wie hier eure Interessen liegen. Also wenn in nächster Zeit so ein bisschen Kuddelmuddel in meinem Ablaufplan ist, dann wundert euch nicht. Ich versuche nur, ihn bestmöglich an euch anzupassen. Ja, ja. So, da waren wir auch schon mal drin in der letzten Aufnahmesession. Dann gehen wir halt nochmal da rein. Eigentlich haben wir auch schon die Geister getötet. Meint er nur die hier drin oder
Stimmt, da stand dann auch Gruppe vernichtet, aber wir hatten halt die Quest noch nicht, ne? Ah ja. Das war leichter als gedacht. Und jetzt haben wir da unten... Ist das noch die gleiche oder ist das die nächste Quest? Ja, hätten wir das uns mal sparen können letztes Mal, wenn wir das jetzt eh machen müssen. Wie gemein, dass das einfach nicht gezählt wird vom letzten Mal. Rattenfresser, komm zurück! So, hier ist mal wieder der rallende Dornenbusch. Der ja so effektiv ist. Ultra effektiv. So. Guck mal, der ist pink. Ein pinker Geist. Und weg ist er. Feigling. Mein Rucksack ist voll und mein Rücken schon krumm. Ach ja. Hab dich nicht so. Oh, das Einhorn ist tot. Guck mal, sie kommen schön alle nach der Reihe. Ist wie in einem schlechten Actionfilm. Oder wie in jedem Actionfilm. Auch in guten. Soll ich nach einer Amme schicken? Ach ja, ich töte euch auch gerne alle zweimal. Wir sind die Ghostbuster-Elfe. Gruppe vernichtet, aber hier sind noch welche. Ach, der will jetzt wieder was. Moment. Ist das jetzt diese Hexe? Geist der Dame Janina. Haltet ein, das Ende durch eure Waffen bedeutet mir nichts, denn ich finde nur Erlösung, wenn meine Schwester Katjana und ihr Gatte Guido, der Bock von Porto Draco für den... Ich habe türkischen Mord gelesen. Für den türkischen Mord an mir sühnen. Wollt ihr mir helfen, denn man spielt euch übel mit. Ihr seid ein Werkzeug des Bösen. Giftige Gedanken verwirren euch. Gedanken so giftig wie die Klinge, die mir meine eigene Schwester Katjana in die Brust schießt. Ich bin... War, Janina. Rechtmäßige Gräfin zu Porto Draco. Rächt mich. Ja, wir ändern gerne unsere Meinung. Klar rächen wir dich. Du Geist mit Schwert. Was soll da schon schief gehen? Mit den Gräbern hatten wir schon unseren Spaß. Jetzt sind wir wieder hier oben. Wo ist denn die andere Quest? Zeig doch mal. Ja, genau die. Und zwar da unten. Ah nee, dann geben wir erst die andere ab. Also geben ab Rächen und haben unsere Meinung geändert. Dass die Leute hier alle so scharf drauf sind zu explodieren, ne? Das ist schon sehr seltsam. Ach. Es ist schon merkwürdig, wie diese Menschen in diesen Häusern aus kaltem Stein und geschlachtetem Holz leben können. Ihr Verräter, ihr solltet den Geist meiner Schwester... Und nun hat sie selbst in ihrem Grab aus meinen Plänen durchkreuzt. Also gut, ihr Mächte der Finsternis, hört mich an, Asmodis Dura da Noctem. Nö. Ja, das ging schnell. Ich bin überladen. Jetzt muss ich wieder zu dir zurück. Gegenstand mehr im Rucksack unterbringen. Machen wir mal die diese bösen Gruppen. Da müssen wir nämlich sowieso wieder hier hochlaufen, um das Ganze abzugeben. Ach ja. Die Aufnahme mit dem Scully war wirklich sehr lustig. Ich denke mal, der wird mir nicht böse sein, wenn ich euch schon mal sage, dass in Zukunft auch noch mehr Projekte mit uns zusammen anstehen werden. Da freue ich mich schon total drauf. Oh, guck mal. Oh, das hätten wir noch machen sollen letztes Mal. Schade. Aber man weiß das ja nicht. Ich weiß noch nicht, wann genau weitere Projekte kommen, aber theoretisch dauert das nicht mehr allzu lange. Das wird so cool. So, wo ist die Gruppe? Ich hole mir immer noch ein Einhorn. Gürtel. Ach, da drin. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, dann lass es doch, meine Güte. Die Zeit ist gleich vorbei, aber vielleicht können wir hier noch diese Gruppe vernichten, wenigstens. Dude.
Dass das die Leute nicht abschreckt, dass sie ihre Leute explodieren, da würde ich ja nicht mehr angreifen. Da würde ich zusehen, dass ich wegkomme. Ist hier oben noch jemand? Ja. Da war noch jemand. Jetzt nicht mehr. Warum sterben die eigentlich nicht mehr, wenn ich sie angucke? Ist doch gemein, ich habe da noch den gleichen Helm auf. Ein bisschen Gold können wir vielleicht noch... Warum läufst du immer dahin? Ach so. Können wir vielleicht noch sammeln. Das passt immer. Wo auch immer wir die Millionen Goldmünzen haben. Ich bin immer versucht, Sternis zu sagen, aber das war Animal Crossing. Aber ich finde, das ist eine schöne Währung, Sternis. Das Einhorn hält lange durch diesmal. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, haben wir jetzt bald mal alle erwischt. Da steht ein ganz böser. Naja, so besonders war der auch nicht. Ist doch kein Lasttier. Stopp, 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 der hat... Der hat Questgegenstände, aber ich glaube, ich habe sie alle eingesammelt, obwohl meine Tasche so voll ist. Es geht schon wieder raus. Ich weiß aber, hier ist noch eine Truhe und da ist eine Rüstung drin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der morgigen Folge Questabgabe. Juhu. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet morgen nochmal ein. Bis dann.